Was geht ab, meine Sie, Fighter Hose, und wir sind zurück auf Super Smash Bros. Ultimate. Und zwar habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Was heißt schlau gemacht? Ich habe gestern noch dann quasi ein bisschen außerhalb des Abenteuermodus ein bisschen gespielt. Und man kann die Seelen oder die Geister tatsächlich auch außerhalb davon trainieren, indem man ihnen Snacks füttert. Das ist im Bildschirm bei dem Abenteuer Selection rechts bei Dex. Dann kann man das da machen. Da müsste ich auf jeden Fall ein bisschen, ja, durchklicken, sage ich mal. Ich habe das gemacht, also kam es auch davor. Dementsprechend habe ich hier unseren Boy Master Belch schon mal auf Level 74 gebracht. Und jetzt haben wir auf jeden Fall mehr Power als zuvor. Deswegen glaube ich, dass wir auf jeden Fall das ein bisschen angenehmer haben werden. Ich habe auch schon ein bisschen andere Modi probiert, mit dem Kumpel mal ein bisschen online gezogen etc. Und wie gesagt, Freunde, also ich werde jetzt nicht so wie bei Pokémon die komplette Story erst spielen, um danach mit euch gemein zu spielen, auch in den Streams oder so. Sondern das mache ich auch zuvor, weil man muss ja nicht unbedingt... Man kann auch außerhalb von Smash, sag ich mal, diese eben Sachen zocken. Sei es gegeneinander, klassischer Modi. Was ist das? Klassischer Modi und so und so fort. Ich habe den klassischen Modus by the way auch gespielt. Ich kann jedem empfehlen, der ist echt witzig. Beispielsweise habe ich Pikachu genommen. Und mit Pikachu habe ich dann gegen viele Pokémon gekämpft. Von Stage zu Stage. Und am Ende schalten sich dann auch Charaktere frei. Also das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Aber was geht hier ab jetzt? Oh, Snake! Okay, Moment. Oh! Oh mein Gott! Sag mal, was ist denn hier los? Dieser Dr. Wame, der eskaliert komplett. Alle sind mal eskalieren. Snake. Was? Oh nein, ich bin nicht schreien. Warte mal. Oh, das hängt an ihm jetzt. Nice. Was ist das? The Dodge ist Ultra 1 Marv! Oh nein, zack, Alter. Oh. Oh nein, der packt mich, der legt mich flach. Der legt mich flach, Bide. Smash! Was? Timing. Freunde, Timing ist alles. Das ist Fake, das ist ein Fake. Es gibt auch Fake, wie heißt denn die Smashboards, sag ich's einfach mal. Nice. Ah, was? Ah, noch drei weitere. Ja, ihr seht schon, dieser Mond ist echt eine Spielerei auf jeden Fall. Mit den ganzen mit den ganzen guck jetzt, Freunde. Smash! Timing, Freunde. Ich bin ganz ehrlich, vom... Was? Was da passiert? Vom Gameplay her, also von dem... vom Gameplay her finde ich, das schon ein bisschen anders ist wie Wii. Ist auch normal, es hat immer angepasst, ja, die Gameplay-Anpassungen, wie das Spiel funktioniert etc. Also von der Mechanik her, mir fällt das genaue Wort gerade nicht ein. Jedenfalls, lange Rede, kurz Sinn, am Anfang kam es mir so ein bisschen träge vor, um ehrlich zu sein, das Spiel. Weil bei der Smash of Wii, das war richtig schnell, ja, da ging links, rechts, ging alles ab. Es kam ein bisschen Regel vor, aber ist glaube ich normal. Bei jedem Smash muss man sich eben daran erstmal angewöhnen, an das Gameplay. Und ja, nachdem ich ein paar Mal gespielt habe, beziehungsweise nachdem ich gestern gespielt habe und dann heute wieder ein bisschen aufnehme, fühlt sich das auf jeden Fall ein bisschen anders an. Also, man gewöhnt sich dran auf jeden Fall. Oh oh, wow. Ich sag oh oh und hau trotzdem drauf, so. Wisst ihr das, Mann? Oh! Es gibt so nicht, Alter, dieses Solid Snake. Solid Dreck! Was ist das? Naja, rauswerfen einfach. Oh, ich hab grad. Ich glaub, so stehe ich gut. Was ist das Ding überhaupt? Hä? Oh oh, guck mal, was da kommt. Schau mal auf der Stage. Idee.
Anaria should all come here. Win. Jetzt hat's geklappt, nice. Jetzt hat's geklappt. Andy! Komm mal her, Andy. Genau, ja, cool. Und jetzt können wir dahin, wo es gestern so ein bisschen mysteriös aussah. Da bin ich auch drauf gespannt, auf jeden Fall, was da abgeht, natürlich. Genau, genau. Oh. Oh. Verschlossen, ob sich das so irgendwie öffnen lässt. Oh, hör mal auf! Ich verstehe. Oh. Da habe ich mich nicht schlau gemacht. Mit, ob ich da die Geister setzen muss. Ich setze mal jetzt diesen Andy, weil Andy haben wir gerade bekommen. Vielleicht kann Andy da was machen. Ja, der sah aus wie ein Handwerker oder so, whatever, wie ein Forscher. Andy! Genau du, Junge. Andy, komm mal her. Mach mal was. Kannst du irgendwas machen, Andy? Andy, Idee? Andy! Andy? Happy Day? Da raff ich einfach nicht durch, bin ich ehrlich. Das habe ich vergessen, mich da schlau zu machen. GG. Mappo, kannst du irgendwas? Du, Andy, irgendwas, irgendjemand, irgendwer, bitte, danke. Kann jemand das hier aufbrechen? NPD. Keiner weiß, da steht einfach NPD bei dem hier drauf. Alles klar. Ja, dankeschön, Andy. Wirklich eine gute Hilfe. Naja, wow, ohne Spaß. Krass. Was ist das? Ey! Oh Mann, jetzt muss ich die Subgeister levelen oder was? Also hast du einfach Autobahn drauf. Ja, ich habe keine Lust auf Lipstick. Und ihre und. Ah, nee. Stopp. Immer mal langsam jetzt. Wir nehmen dann auf jeden Fall das hier. Und Safcon hatten wir. Ah, lol. Ja, Safcon, das hat mir gefallen gerade eben. Ja? Ja. GG. Machen wir einfach mal hier weiter. Oh Leute, das sieht kurz aus wie Glurak, keiner weiß. Oh, Lil Mac! Okay. Okay. Lil Mac! Lil Mac ist cool. Ja, ich bin bereit. Bist du bereit? Der kann auch counter oder was? Congrats. Ah, was? Der kann die Richtung wechseln? Konnte er das immer? Hä? Warte, kann ich auch die Richtung wechseln? Nein, anscheinend keine Ahnung. Hey, olle, so geht's auch, Kamikaze-Move. Was war das, Ricky Junior, irgendwas? Kamikaze-Move, so geht's auch. Okay, nicht schlecht. Jetzt interessiert es mich aber halt wirklich, wie ich da durchkomme. Oh. Okay, da ist irgendein Schalter. Ich gehe gleich mal da rein. Das habe ich auf jeden Fall nicht übersehen. Oh lol, Ellie, okay. Lass erstmal die. Ups, hier rein. Oh nein! Bitte? Kann da nicht durch. Haben wir hier eigentlich alles abgecheckt? Oh, wie schnell. Der hat es eilig. Aha, die war übel nervig. Auf die habe ich keine Lust. Brittany. Guck mal, hier. Wieso komme ich hier nicht drauf? Schaffen wir die jetzt? Mal 1600 hat die. Nee, niemals. Was ist los? Wir gehen mal einfach. Ja, wir machen da weiter oben. Hey, jetzt, ohne Spaß, jetzt hätte ich mich echt wegen den Dingern da schlau machen sollen. Wegen den Hindernissen. Shadow! Okay, was geht jetzt ab? Shigitim. Ah, wir kämpfen. Der Gegner setzt oft seinen Spezialstandard ein. Okay, wir kämpfen gegen 4 Shaggies. Oh. Shuttle. Aha, die bauen mich da runter. Oh, nicht mit mir.
Von oben! Nein! Nein! Das ist da so ein kleines Krokodil! Was ist mit dem? Warum bist du aggressiv, sag mal? So ein kleiner Krokodil hat mich da rum runterge... Ey, keine was! Bitte! Hä? Oh, Glurak. Oh, Nuri! Ja, komm mal, ne? Schildi! Meine Schildi! Was mit dir? Ellie. Okay, jetzt halt mal. Das ist der Typ dann das Ganze. Ja. Ah, geht's auch runter? Ja, bitte den da. Nee, danke schon. Ja, Gerd! Haha, Gerd, komm mit sie! Gerd! Team Power 6200. Okay, wir haben gute Power. 6200 merken wir uns. Diddy Kong mit Gerd am Start. Der Gegner jagt nach Items. Dann bleiben wir an den drauf. Oh. Oh mein Gott. Licht hin. Oh. Oh, der weiß. Oh, mal langsam, Junge, jetzt verreck mal. Anaria Shula. Ah. Fuck, Junge. Raus mit dir! Der Gerd. Gerd, jetzt komm mal her, Junge. Maxell von diesen Geistern ist, glaube ich, 99, glaube ich. I guess. So habe ich es, glaube ich, gestern gelesen im Spiel. Ah, guck mal. Wir gehen mal zum Schalter. Ich hoffe, die Gegner sind da nicht allzu schwer. Money Maul! Der sieht ja cool aus. Money Maul! Ein pures Smash-Duell. Interessant gegen Donkey Kong. Okay. Ein pures Smash-Duell. Gib dein Best und gewinne. Du gegen Osaru. Oh, Erdbeben. Oh, ich dachte. Oh! Moneyball, wie geil sich das anhört. Oh, Fuego! Freunde, ich brauch unbedingt müsst ihr auf jeden Fall Fuego freischalten. Der wird geil. Oh, Bisaflor! Oh, Bisaflor wird geil. So, wir haben jetzt hier 13 Stück. Was können wir freischalten? Eigentlich. Das hier können wir freischalten. Erlernt. Dankeschön. Oh, Bisa! Bisaflor, das wird geil. Das ist eben das Geile, das ist einfach. Giftboden. Das ist einfach geil, dass aus jedem Universum quasi alle hier sind mit am Schatten und einfach nur dappen. Ah, gegen dieser Cross kämpfe natürlich, Leute, ich habe dieser Folge gesagt. Aber diese Folge ist der Geist von dieser Cross. Und wir haben eine Giftboden, heißt, wir wollen hier oben bleiben. Wie groß? Ah! Der ist resistent dagegen. Boah, dieser Cross! By the way, ich habe glaube ich die deutsche Sprache an, aber also mich schätzt nicht, aber es ist mir gerade aufgefallen wegen dieser Knospe. Sie! Oh!
Nein, 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 nein. Bisa. Bisa Knoss, ich pack gleich einen Pokéball aus und dann fange ich dich, so wie in Let's Go. Aha, klug. Komm zu mir, komm her. Oh, The Bates! Also Smash-Angriff kann man auf jeden Fall viel, viel länger aufladen. Und wenn man einen Angriff immer spammt, vorhin, dann fällt es an Schaden. Also würde ich die ganze Zeit jetzt spammen, dann würde ich jedes Mal an Schaden verlieren. Den ausrichtet natürlich. Bisa Floor, geil, primär Profi. Ja, es sind auch unterschiedliche Geister, sag ich mal. Manche, also wenn ihr sie eindrecken könnt, nicht so, sag ich mal, schlecht, normal, gut, so. Je nachdem ihre Auswirkung in Sachen, was sie uns geben und boosten, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ein Profi, Legende gibt es, glaube ich, auch. Also quasi LR. Kriegen wir die LR-Geister? Für was war jetzt? Ah, jetzt direkt so. Ah, wir haben ein Tor freigeschaltet. Eine Barriere freigeschaltet. Okay. Die andere müssen dann logischerweise auch freischalten. Interessant. Morak. Gegen Lucina, okay. Lucina! Meine Stimme kackt ab. Why? Ich weiß auch nicht. Das ist halt der Hype. Oh, Feuerboden. Okay, der Boden ist alle Lava. Ist auch noch Palutena mitgenommen, oder was? Oh. Ja, kommt mal hier kämpfen. Was ist los mit euch? Die sind gegen ihre Resistenz. Logischerweise. Oh. Oh, was geht jetzt ab? The Dodges. Cool, okay, sehr schön. Morak. Junior, der hat jetzt nicht Seltenheit Junior, sag ich mal. Schaut euch mal am besten so auch, wenn ihr euch da informiert. Ich hab gestern Nacht auch reingeguckt, aber ich hab's jetzt vergessen. wegen den ganzen Geistern und so, bevor ich zum Abenteuer das Abenteuer betätigt, da hat's noch Geisterkatalog etc. Da kam es auf jeden Fall gut einlesen. Wo sind denn andere Kämpfer? Ah, schau mal da. Squitter? Lol, wie cool sieht der aus? Wie gruselig. Gesenktes Lauftempo für dich. Wie gruselig. Warum hast du auf einmal so gruselig gemacht? An sich Donkey Kong Country. Richtig geil auf der Super Nintendo. Ich bin so langsam. Oh, die Musik ist geil. Flashbacks. Donkey Kong Country auf der Super Nintendo. Eins der besten Spiele ever. Auch sehr schwieriges Spiel. An sich die Donkey Kong Spiele, da braucht man echt Timing. Oh, scheiße, bin ich langsam. Ich meine, oh, dude, bin ich langsam. Ja, dann stehen wir halt so, kämpfen wir halt so. Oh. Geht auf, geht auf, geht auf. Sehr schön, sehr schön. Squidder! Klebeschutz hat er denn, ne? Wenn ich es richtig gelesen habe, so schnell wie es war. Naja. Super Blatt. Zu Schadennachteil. 30% Nachteil. Schadennachteil, okay. Slash Man! Der macht auch Wolverine. Oh, Wolverine an sich. Boom. Richtig geil, oder Wolverine? Oh, es klebt der Boden, senkt Tempo und Sprungkraft. Ah! Klebeboden heißt so, guck mal, hier wäre es eigentlich klug, wenn wir jetzt unseren Subgeist wählen, den wir gerade erst bekommen haben. Nämlich, wen haben wir gerade bekommen? Lol. Ah, Squidder, der hat Klebeschutz, genau, aber der verbraucht zwei Blöcke. Okay, wir nehmen ihn trotzdem. Warum nicht? Wir nehmen ihn trotzdem. Geil, geil, geil. Ich finde sowas geil. Ich finde sowas geil. Dass sie sich quasi anpassen muss auf den Kampf. Hat was, auf jeden Fall, hat was. Gegen drei Mega Man-Kämpfe, alles klar. Ah, Ausdauer-Smash mit Kraftpunkte.
Smash! Raus mit dir. Easy, raus mit dir, Junge, so richtig rausgekickt. Slash, man, slashes, smashes, dashes. Okay. Alright, gegen wen kämpfen wir jetzt? Wen befreien wir jetzt? Ich denke wahrscheinlich eine von Donkey Kong, oder? Weil wir hier auf Donkey Kong sind. Gerade wo ich es sage. Die Musik. Oh mein Gott, Donkey Kong Country ist so ein geiles Game gewesen auf der Super Nintendo. Let's go, Donkey Kong muss auf jeden Fall befreien. Was? Oh. Nice! Osaru wurde freigeschaltet! Olle! Mit Donkey Kong kämpfen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Donkey Kong! Geil. Donkey Kong, by the way. Als sie seinen Namen, also als Donkey Kong die Marke, als sie die Marke Donkey Kong erschaffen hat, beziehungsweise den Namen, ich weiß, ob es patentiert war oder so, jedenfalls als ob es darum ging, dass quasi Donkey Kong heißen sollte, da wurde das damals per Fax, wurde das Last Minute, sagt man dazu, faxiert? Egal, per Fax gesendet, sage ich einfach mal, den Namen. Und dabei gab es, war wirklich so mehr oder Last Minute, und dabei gab es einen Fehler. Normalerweise soll, also ein Tippfehler, von der Schreibmaschine wahrscheinlich, oder je nachdem, ob es da, ja, Computer, whatever, was man da per Fax gesendet hat. Jedenfalls sollte halt nicht Monkey Kong heißen. Jetzt, aber das ist immer ein Tippfehler, legit. Deswegen kamst du Donkey Kong. Und Donkey heißt Esel eigentlich. Deswegen kamst du dazu. Aber wir nehmen nicht irgendeinen Donkey Kong. Wir nehmen Swaggy Kong, Rosé. Ist das pink? Oder was anderes? Ja, wir nehmen Rosé Kong. Super Saiyan Rosé Kong, let's go. Genau das, Freunde. Ja, sollte eigentlich Monkey Kong heißen. Wisst ihr, Donkey Kong selbst war ja aus einer der ersten Spielhallenautomaten-Games, Donkey Kong, ne? Und damals hieß Mario noch nicht Mario, oder die Prinzessin Peach ist auch noch nicht Prinzessin Peach, sondern einfach Plumperman, Jumpman, oder Plumperman, irgendwie sowas. Anyway. Ja, GG. Jetzt haben wir Donkey Kong. Hä? Du kleiner Penner. Und jetzt? Ja, ich habe sicherlich Geister, die das machen können. Oh, Pikmin, guck mal, wie swaggy der da sitzt. Fuegro. Feuerboden. Habe ich Feuerschutz? Klebeschutz, Fliegengewicht, Lipstick, Schirm, Item, Magnet, Klebeschutz und Wasser, Eisen. Nee. Kein Feuerschutz. Egal, let's go. Rein damit. Oh, Fuegro will ich auf jeden Fall. Fuegro will ich auf jeden Fall haben. Oh, wie klein! Muss man die Fresse, Junge. Kommt alle her. Das ist das Spam, Erdbeben. Einfach Erdbeben spam. Raus mit dir. Junge, warte, meine Faust spüren. Raus mit dir. Nein! Einfach spammen. Kommt alle. Raus mit dir. Ist du. Oh, die ist voll aufgeladen! Oh. Hahaha
Der hat die gegen den Boden mit seinem Kopf gekraut und ist daran verstorben, Alter, keiner weiß. Dieser Donkey Kong wie aggressiv. Oh, Roy. Okay. Was geht hier? Warte mal, wo ist denn der nächste Kämpfer? Ich sehe noch gar keinen. Ah, doch, ganz recht, aber die sind nicht freigeschaltet. Was geht hier? Kalypso. Lol. Okay. Gegen wen kämpfen wir? Gegen Wendy, oder? Wendy Team. Okay. Gegner starten mit einem Raketengurt. Was tut mir das? War's? Okay, das tut mich schon. Junge, ich bin Swaggy Kong, was ist los mit euch? Oh, die wollen uns nicht. Oh, die da ist verwirrt. Und ciao! Oh mein Gott, Swaggy Kong ist brutal. Wie geil der ist. Oh, Ken will ich auch spielen. Okay, was geht hier jetzt ab? Oh! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ist das nicht von... Von Toon Link? Toon Link? Das ist ein Theme von Toon Link. Entweder Phantom Hourglass oder das Game davor auf dem DS. Spirit Tracks oder Phantom Hourglass. Oh, Gänsehaut. Ich kann das Spiel jedem empfehlen. Nein, der packt mich am Kragen! Raus mit dir, Junge. Ciao, war schön. Alles klar, Freunde. Ich würde sagen, ist doch ein perfekter Abschluss hier. Wir haben Donkey Kong befreit, beziehungsweise Swaggy Kong. Dann lasst uns ab hier weitermachen im nächsten Part. Vielleicht sollte ich mal nachschauen, wie ich das mit den... Kann ich irgendwas machen? Du kannst mit den Aktivitäten Tag besuchen. Hm? Ich kann bei Tag einkaufen. Ich finde das geil, dass sie diese Job gegeben haben. Gut, mit den Snacks, damit könnt ihr eure Geister, die Level erhöhen. Du hast Geisterpunkte verdient, in diesen Läden kannst du dir dann tolle Items und Geister kaufen. Manche gibt es sogar besonders... Schnäppchen. Pinsel. Rein, rein! Oh. Ein richtig netter Geist, einfach nett. Wow, okay. Subgeisten, okay. Anyway, Freunde, lasst uns hier Schluss machen auf jeden Fall. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Swaggy Kong sagt ciao. Bis zum nächsten Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be alright.